Let's Talk Eckart. Bei Mirko am Mikro. Der Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg, Eckart Würzner, zu Gast bei Mirko Spohn am Mikrofon. Und da Sie sich kennen, einfach ein Gespräch zwischen Eckart und Mirko. Über Familie, Freunde, Hobbys, Heimat, Heidelberg. Die Lieben des Lebens. Einfach direkt und persönlich. Eben Eckart bei Mirko am Mikro. Heute Ehre, wem Ehre gebührt. Ehrenamt, das Amt der Ämter. Hallo Eckart. Grüß dich Mirko. Ehrenamt, ein wichtiges Thema, glaube ich einfach deswegen, dass wir mal darüber sprechen, da es ein Amt ist, das irgendwie vom Aussterben bedroht ist, würde ich fast sagen. Denn Vereine können irgendwelche Sparten nicht halten, weil sich keiner mehr bereit erklärt, es noch zu tun. Und es ist schwierig. Wie erlebst du das? Also heute mit Sicherheit, im Grunde ist es eigentlich auch nachvollziehbar. Warum soll jemand, der jung ist, in irgendeine Organisationseinheit eingehen, die vielleicht ein Korsett anlegt, die er nicht kennt? Also von daher ist es immer wichtig, durch Spaß und Freude junge Menschen zu begeistern, etwas einfach auszuprobieren. Und dann bleiben die auch hängen. Beim Sport ist das super. Also wer Sport treibt, der hilft auch gerne mit. Der ist auch mal gerne bereit, mal, ich sage mal, auszuhelfen, Schiri zu sein oder eine Mannschaft mit zu betreuen, wenn die anderen gerade nicht können. Also du musst es persönlich einfach erleben, dann wächst du rein. Es fördert ja auch so dieses Soziale, ne? Es fördert so dieses gemeinsam oder dieses Gefühl, gemeinsam etwas zu machen und auch einfach dieses Soziale. Wir sind ja ein soziales Wesen, das steht einfach nur mal außer Frage. Ja, jein. Jein? Jein, jein. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man von Kindheit, ich meine, ich bin ja Großfamilie groß geworden, aber es ist ganz normal, dass es immer viele gab und jeder musste seinen Beitrag leisten, konnte sich keiner bedienen lassen in Gänsefüßchen. Hat sich natürlich geändert. Diese Großfamilien gibt es nicht mehr in dieser klassischen Form. Und du bist auch nicht immer bereit, ich sage jetzt mal, deine Kinder zum Beispiel zum Mannschaftssport zu bringen. Oder diese Individualisierung hat natürlich einen Vorteil. Du kannst jemanden besser gezielter fördern, das mag sein, aber dieses Gemeinschaftserlebnis fehlt einfach und das ist etwas, was wir immer versucht haben, auch mit unseren Kindern gemeinsam zu machen, gemeinsames Bergsteigen, gemeinsam wandern, gemeinsame Touren, immer in der Gruppe und wenn du so sozialisiert bist, dann ist das auch ganz normal, dass du immer mit anpackst, du siehst sofort, wo man was machen kann und dann macht dir das auch Spaß, weil du es auch für andere machst, es ist noch normal, du bist es gewöhnt, dann ist es nichts Außergewöhnliches. Und das ist nicht mehr ganz so üblich. Deswegen bin ich ja ein großer Freund vom Sport, gerade vom Mannschaftssport. Ja. Weil da erlernst du das gemeinsam gewinnen, gemeinsam verlieren, geradezu. Ich meine, Sport, die Episode hatten wir auch schon, Gast, was gerade deine Sportart war, der Handball. Also da kann man da natürlich gerne nochmal querhören. Ich würde es aber auch nicht missen wollen, was ich in der Kindheit, Jugend erlebt habe. Bei mir war es die Jugendfeuerwehr. Das ist jetzt so auf einem Dorf groß geworden und ich bin diesen Betreuern unglaublich dankbar, dass sie sehr, sehr viele Zeit oder sehr viel Zeit ihres Lebens dafür aufgewendet haben, uns durch ganz Deutschland zu kutschieren, abends irgendwie oder jeden Abend auf dem Dorf miteinander zu trainieren. Und ich habe, glaube ich, zehre sehr davon, weil bei mir, wir waren keine Großfamilie, ne? Oder sind es nicht. Und dann ist ja so, bei euch mit der Großfamilie seid ihr sofort ein großer Haufen, wenn ihr einfach nur zusammen ins Auto steigt, ne? Oder gestiegen seid. Was war denn dein erstes Ehrenamt? Also Ehrenamt haben wir es damals gar nicht bezeichnet. Wir sind eigentlich gerade in Düsseldorf auch in einer tollen Clique groß geworden. Dennoch haben wir natürlich auch da einiges gemacht. Also ich war zum Beispiel im Jugendzentrum lange aktiv. Mhm. So ein Jugendtreff so 16, quasi sowas? Sowas 16 plus, genau. War jetzt nicht unbedingt gerade ein einfacher Stadtteil. Also du hattest auch ein bisschen Ärger manches Mal mit einigen Jugendlichen, die zu sehr dann der Meinung waren, dass sie über ihre körperliche Überlegenheit eine gewisse Dominanz dann während der Party an den Tag legen konnten. Aber das konntest du relativ gut klären. Mir hat es immer viel Spaß gemacht, gerade mit jungen Menschen zu arbeiten und auch ihnen einfach Freude zu bereiten, das mit anderen zusammen zu machen. Wie alt warst du da, als du damit gestartet bist? 16 plus, ein bisschen 16. Älter als 16 Jahre. 16, 17, ja genau in dem Alter habe ich das gemacht. Was hast du so für dich als
Erfahrung daraus mitgenommen für das, was dann weiterkam? Weil wir dürfen ja gerne auch einfach Ehrenamt schmackhaft machen. Warum nicht? Es macht Spaß. Es macht Spaß. Und du hast eine Aufgabe, du hast einen Auftrag. Man muss das jetzt auch nicht jeden Tag machen. Dann wird es zu eng. Das Korsett auch nicht zu eng anlegen. Also alles das, was Freude macht. Dann gab es einen, der hat gesagt, hey, wir machen jetzt gerade eine Fahrt mit den Pfadfindern. Ich war gar nicht bei den Pfadfindern. Nach Frankreich, ins Fort-de-Mont. Da haben wir dann die alte Maschinolinie, die als Mahnmal, Kriegsmahnmal wieder hergerichtet. Das war dann natürlich auch ein Auftrag. Der war schon viel größer. Der politisch wichtig war. Aber ehrlich gesagt, wir haben es natürlich auch gemacht, weil es eine coole, nette Runde war. Viel Spaß dabei hatten. Also es muss immer beides zusammenkommen. Das Miteinander und das Helfen, ob das ein Ehrenamt ist oder auch miteinander irgendetwas kreieren, hast du ja dann für dich erlebt. Das hast du in der Episode Familie ja auch dann mal dargestellt. Und lass uns da kurz vielleicht ein bisschen genauer drauf eingehen. Ihr wart für junge Familie und die Herausforderung ist, wir haben auch irgendwie Dinge zu tun. Irgendwie wäre es ganz gut, wenn wir eine Kinderbetreuung haben. Und damals gab es einfach zu deiner Zeit, das hattest du ja erzählt, nicht so wirklich eine klassische Betreuung. Kita, Kindergarten, das war alles noch nicht so da. Das heißt, ihr habt also mit Familien einfach selbst was initiiert. Ja, klar. Ja, klar. Also wir kamen gar nicht auf die Idee, nach dem Staat zu rufen oder dass der Staat für uns jetzt eine Kita realisieren könnte. Ja. Das gab es nicht. Gerade auch für die Kleineren, also hast du dich mit Freunden zusammengetan, hast dir überlegt, wie du das organisierst. Das war natürlich am Anfang ein bisschen naiv. Ja. Wie leicht das geht, das war natürlich nicht ganz so einfach, aber wir hatten eine tolle Location hier am Kloster, wunderbare Räumlichkeiten, natürlich alles nicht unbedingt normgerecht. Es gab eine Toilette für alle Kinder. Okay, aber das wäre wahrscheinlich für heute gar nicht mehr zulässig, ne? So. Wir haben es einfach gemacht und weil es ging, die Kinder sind super happy da rausgegangen, glaube ich, hatten tolle Erlebnisse, die Kühe beim Melken zuzugucken oder Wasser zu holen für die Tiere. Also wir stehen uns da heutzutage auch immer im Weg mit der Bürokratie, sage ich. Ja, also wir haben es einfach gemacht, wir hatten dann ein bisschen Schichtdienste, am Anfang toll gekocht, später im Laufe der Jahre wurde es dann immer mehr zum Pizzadienst. Da hast du dann gemerkt, die erste Generation geht, die nächste Generation sieht das erst eher als Dienstleistung. Ja. Das hat uns dann zum Schluss auch ehrlich gesagt bewogen, gerade meine Frau, die Janine, die da eine Menge Energie reingesteckt hat, zu sagen, nee, also passt wenn nicht ihr mehr das so. Nur als Dienstleister seht, dann könnt ihr das ja auch selber machen. Ja, also wir haben das gemacht als, wir unterstützen uns gegenseitig. Ja. Und das war dann Low Budget oder No Budget und das war eigentlich der bessere Weg für meine Begriffe. Aber das, ich sag nur, das war für uns eigentlich damals völlig normal. Du hast auch. Also war doch gar nicht so als irgendwie Ehrenamt oder irgendwas benannt, es wurde einfach getan, ne? Man braucht eine Lösung für die Situation. Genau, wir brauchten eine größere Wohnung, hatten dafür kein Geld, dann hat man einen tollen Bauplatz und dann hast du das Haus. Natürlich dann auch versucht, weitestgehend selber zu bauen. Ja, das heißt, komplette Wasser, Abwasser, Verputz, Innenausbau. Es geht alles. Man muss es einfach nur machen, sage ich immer. Und das haben wir immer für uns als Prämisse gehabt, nicht zu sehr abhängig zu sein. Das ist auch eine Struktur, die viele eigentlich sehr positiv sehen. Und wenn andere geholfen haben, dann hast du ihnen geholfen. Ja. Das ist ja klar, weil du brauchst natürlich auch immer diejenigen, die dich unterstützen. Dann bist du auch mal zu denen gegangen, hast bei denen geholfen. Macht Spaß. Das ist eigentlich Ehrenamt, so wie es sein soll. Ist das Thema diese sozialen Medien, die das auch entsprechend deiner Meinung nach rund oder quasi, dass das Miteinander darunter leidet? Also, dass man sich so im digitalen Bereich einfach so viel aufhält? Ja, du bewegst dich jedenfalls in sehr vielen Welten und in der realen Welt zu selten. Also wenn ich manchmal sehe, wie wenig Zeit man sich nimmt für die eigenen Kinder, das kannst du später nicht mehr nachholen. Wenn du nicht am Anfang dir die Zeit nimmst, dann gehen die Kinder ihren Weg. Das geht auch, aber es ist was anderes. Ja. Und ich sage jetzt mal, das ist schade, ja, weil die Zeit kommt nie wieder. Das stimmt. Und jeder Urlaub ist beliebig, egal wo du hinfährst. Wichtig ist eigentlich, dass du das mit netten Freunden machst. Machen wir heute noch, fahren heute noch fast mit der gleichen Runde jedes Jahr nach Südfrankreich oder nach Holland mit unserer Familie.
Ja. Das muss nichts Exklusives sein und es ist viel schöner, als, ich sage jetzt mal, in irgendeinem Hotel zu sitzen. Das ist auch nett, aber die Kommunikation, das Miteinander, darum geht es ja. Und das ist für uns jedenfalls immer im Vordergrund gewesen. Und deswegen war es auch selbstverständlich, wenn einer was brauchte, wenn Not am Mann ist, wird angepackt, wie Feste, die man gemeinsam mit den Nachbarn macht, macht ihr auch heute noch. Das ist genau das, was man eigentlich auch braucht in der heutigen Gesellschaft. Nicht so sehr Absolut, auf Facebook. absolut. Eigentlich vielleicht sogar mehr denn je, weil es so nachlässt, gegebenenfalls auch. Genau. Jetzt ist dein Arbeitsablauf, den du hast, grundsätzlich sehr voll, sehr tough. Als Oberbürgermeister, um das mal so zu formulieren. Und holen wir es mal einfach gerade mal rein, weil dennoch gibt es ja Ehrenämter bei dir, die du machst. Was versuchst du dennoch reinzubekommen? Und was machst du? Und wo versuchst du zu helfen mit dir als Manpower? Also eigentlich habe ich gar keine Kapazitäten mehr zeitlich. Dennoch lasse ich mich dann doch manches Mal wieder überreden. Ich habe jetzt 10 Jahre mal das Deutsche Rote Kreuz hier in Heidelberg-Rhein-Neckar-Region verantwortet. Alles ehrenamtlich, natürlich ohne Gehalt. Man ist dann doch ein bisschen erstaunt. Es sind dann doch fast 300 Mitarbeiter. Jeder Rettungswagen muss koordiniert werden. Die Gespräche mit den Krankenkassen müssen laufen. Du bist auf einmal in der persönlichen Haftung. Wenn irgendwo was passiert, merkst du auf einmal, hoppla, das Ehrenamt hat ja auch noch Konsequenzen möglich, ja. nicht nur nette Erlebnisse, sondern auch Konsequenzen, wenn das nicht gut läuft. Und du musst es auch gut machen, weil davon hängt dann Menschenleben ab. Also in dem Fall jetzt. Und das ja, war trotzdem für mich wichtig. Ich habe es gerne gemacht und bin froh, dass ich es jetzt vor kurzer Zeit dann abgegeben habe, weil es dann doch ein bisschen viel ist. Das habe ich immer gerne gemacht, auch in anderer Funktion, wo ich aktiv bin. Aber das ist natürlich im Rahmen meiner Möglichkeiten immer nur begrenzt machbar, das ist klar. Ja, absolut. Das Thema auch kulturell gesehen, auch geschichtlich gesehen, hast du dich auch engagiert im Bereich der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte. Also auch da ja, war dir das auch immer wichtig? Ja, also bei den größeren Institutionen, wo man auch ehrenamtlich sich engagieren kann und mitarbeiten kann, halte ich es eigentlich auch für fast eine Pflicht als Oberbürgermeister, so muss ich das ganz ehrlich sagen, Okay. bei Ebert-Gedenkstätte. Ich mache gerne leidenschaftlich auch, arbeite ich bei den Max-Planck-Gesellschaften, bei zweien mit, auch im Kuratorium. In welche Das Richtung kann geht ich mir es? vorstellen mit dem Weil da geht es jetzt Wissenschaftlichen. in Richtung Forschung, Genau. Wissenschaft. Was macht ihr? Wohin geht ihr? Wie werden die Gelder verteilt? Das macht mir dann auch viel Spaß. Das ist auch alles ein Ehrenamt und natürlich auch, ich sage jetzt mal, die Lehrtätigkeit jetzt zu einer Ruprecht-Karls-Universität oder auch an der SRH Ja, oder jetzt ja. ETH. Das macht Spaß, weil du mit jungen Menschen direkt im Diskurs bist. Macht mir super Spaß, weil du kannst dich auch immer ein bisschen updaten. Du wirst natürlich ganz anders immer über die unterschiedlichen Semester gefragt. Die Studierenden ändern sich auch. Ja. Und das, ich sag mal, es hält dich jung. Ist auch immer schön, wenn du ein bisschen was weitergeben kannst. Da ich dich ja jetzt hier direkt an der Leine habe, am Ohr quasi, und dann lass mich jetzt einfach das auch direkt mal nutzen. Du bist ja jetzt unglaublich gut vernetzt in Heidelberg. Und wenn ich jetzt das vielleicht gerade höre und sage, ach so, Ehrenamt und vielleicht mache ich doch mal was. Wo gehe ich denn jetzt hin? Was mache ich denn jetzt? Hast du eine Also, Idee für mich? wenn du ganz faul bist, kommst du in meine Bürgersprechstunde, dann sage ich dir, geh zu unserer Ehrenamtsbörse, geh auf unsere Homepage, heidelberg.de. Der Paritätische macht das für uns. Dort haben wir das auch koordiniert. Haben tolle Angebote. Du kannst bei Obdach e.V. mitarbeiten, du kannst bei der Lebenshilfe mitarbeiten, wo es darum geht, auch Kindern, die eine gewisse körperliche Einschränkung haben, einfach Freude zu bereiten. Du kannst im Sportverein was wir vermitteln. Also wir organisieren das auch. Und wenn man Ja. das breite Spektrum sieht, ich habe mich gerade gestern Abend mit jemandem unterhalten, der hat gesagt, ehrlich gesagt, ich engagiere mich jetzt bei Obdach e.V. Ich hatte vorher die Struktur gar nicht gekannt, aber ich habe es ja durch die Ehrenamtsbörse kennengelernt, auch über die Homepage. Mache das jetzt super gerne, bin jetzt in Pension und habe endlich wieder eine Aufgabe, die mir auch viel Spaß macht. Und das ist genau das Richtige, was man auch als älterer
noch sehr gut. Ich glaube, das Alter spielt dabei keine Rolle. Eigentlich nicht, So. eigentlich nicht. Weil, Aber man hat, ja, genau, eigentlich nicht. ja. Aber dennoch ist es so, dass wir in vielen Bereichen, weil es dann doch arbeitsintensiver wird, ich immer sage, also gerade für ältere Menschen ist es eigentlich perfekt. Und für Jüngere natürlich erst recht. Gerade das Thema ja, sozialen Anschluss nicht zu verlieren für die Älteren, gleichermaßen jung zu bleiben, das ist das, was du Genau. ja auch immer wieder besprichst oder uns erzählst oder mir erzählst. Und ich würde sagen, es ist schon das Amt der Ämter, oder? Kann man so stehen. Absolut. Ja. Absolut. Und es bereichert dein eigenes Leben und du kriegst viel mehr zurück, als du gibst. Das sagt eigentlich jeder, auch wenn man sich über vieles ärgert. Warum denn jetzt? Warum so früh? Warum ich? Warum nicht andere? Das verfliegt aber ganz schnell. Es ist eigentlich immer schön. Und ich finde, das ist ein ganz fantastisches Schlusswort, Eckart, der heutigen Episode. Die 15 Minuten sind schon wieder um. Es geht rasant. Genau. Ja. Also insofern schaue ich mich mal um und guck mal, was vielleicht für mich dabei ist oder auch für Gerne. andere. Mach Danke dir, das. Eckart. Bis zum nächsten Mal. Gerne, Mirko. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.